Ja, ich möchte eigentlich keine Zeit mehr verschwenden und gleich loslegen. Mir ist es so wichtig, dass alle ihr Leben in die Hand nehmen können, dass ihr wisst, dass es funktioniert, dass es aber dranbleiben und dass es auf jeden Fall Kontinuität braucht. Ja, Dr. Joe sagt ja auch immer, eine neue Persönlichkeit kreiert ein neues Leben. Hallo Beatrice. Und aus diesem Grund, wie funktioniert Kreation? Deine gegenwärtige Persönlichkeit hat deine gegenwärtige Realität geschaffen. Das ist einfach Fakt. Das, was du jetzt hier und jetzt lebst, das hat sich aus deinem Denken und Fühlen und deinem Handeln durch deine Persönlichkeit ergeben. Also was du in der Vergangenheit gedacht, gefühlt und wie du gehandelt hast, das hat das, was du jetzt hier in deinem Film des Lebens, in deiner Realität siehst, erschaffen. Du bist also die Persönlichkeit, die deine jetzige Realität erlebt. Also wir sind jetzt hier und das ist passiert. Auf Basis von dem, was wir in der Vergangenheit gedacht, gefühlt und gehandelt haben. Und dadurch, was du eben, wie du jetzt deine Realität wahrnimmst, wie du dich jetzt denkst und fühlst, wird im weiteren Schritt deine zukünftige Realität kreiert werden. Also je nachdem, wie du in deinen Lebenssituationen denkst, fühlst und handelst, erschaffst du damit jeden Moment deine Zukunft. Also, wenn du deine Realität und also dein Leben ändern willst, heißt es, du musst ändern, wie du denkst, fühlst und handelst. Und damit hast du dann eine neue Persönlichkeit kreiert. Ich habe in meinem ersten Post habe ich ein leeres Buch gepostet, weil aus meiner Sicht ist das eins der ganz wichtigen Handwerkszeuge ist ein Notizbuch. Ein Notizbuch, in dem ihr kreiert, ein Kreationsbuch. Alles gehört zusammen. Und wenn du in dem Moment, wo du denkst, wenn du schreibst, merkst du genau, was du denkst und fühlst und handelst. Also, ich würde euch auf jeden Fall dazu raten, hier, das ist mein Notizbuch. Ich habe nochmal eins. Ich habe nochmal eins. Und das habe ich immer dabei. Das ist auch Teil meiner morgendlichen Routine, wenn ich aufwache, dass ich mich damit verbinde, was ich wirklich will, was ich an diesem Tag erleben will. Also ich wache nicht auf und denke mir, oh mein Gott, jetzt muss ich das erledigen und das stinkt mir und den muss ich anrufen. Das geht gleich in die falsche Richtung. Sondern ich wache auf und ich bringe mich erstmal dorthin, wo ich sein möchte, gefühlsmäßig. Und dazu brauche ich Zeit. Am besten sind eben diese Meditationen, wo du dich abschirmst von deinem Äußeren und wo du gar nicht mit deiner Realität, mit dem Jetzt in die Verbindung trittst, sondern wo du einfach damit dich verbindest, was du wünschst, was du fühlst und was du möchtest. Das ist einfach der frische Start am Morgen. Geh nicht in die Sachen, die waren oder die unerwünscht sind, sondern beschäftige dich doch bitte damit, was für dich wichtig ist. Und ja, das ist mal ein Teil, ein Setup. Die nächste Frage ist also, gut, ich weiß jetzt, ich kann meine Persönlichkeit ändern, ich kann mein Denken oder ich muss mein Denken und Fühlen ändern, dass sich dann im Gegenzug meine Realität ändert. Und dies natürlich immer ein Schritt danach. Logisch, oder? Du denkst heute anders oder fühlst dich heute einmal anders, dann passiert morgen noch nichts. Sondern du musst jeden Tag auf deinem Weg und auf deiner Spur bleiben. Und das Wichtige ist, dass du weißt, wie ändere ich denn meine Realität? Also ganz sicher, es geht nur mit Kontinuität dranbleiben. Und indem du denkst und fühlst und handelst wie die Person in deiner Wunschrealität. Und wie machst du das? Wie
veränderst du diese Persönlichkeit. Und das ist ganz klar ein Prozess, der, eben wie ich schon sagte, Ausdauer erfordert, ein Dranbleiben und ein Durchhaltevermögen. Du darfst dich nicht davon beirren und abbringen lassen, wenn es nicht gleich klappt. Weil es sind so viele Facetten einer Persönlichkeit. Es sind so viele Bereiche, aus denen sich deine Persönlichkeit zusammensetzt. Nur um, wer bist du in der Beziehung, in deiner Partnerschaft, wer bist du im Beruf, wer bist du bei deinen Freunden, wer bist du im Hobby, wer bist du im Urlaub. Du siehst, es sind so viele Facetten deiner Persönlichkeit, die kannst du von heute auf morgen nicht ändern. Aber wenn du weißt, dass es geht, dann lohnt es sich, dran zu bleiben und hartnäckig zu sein und Durchhaltevermögen zu sein. Denn du musst gegen deine alte Persönlichkeit ankämpfen. Die will nicht sterben. Die sagt immer wieder, sie will zurück ins Gewohnte, sie will zurück ins Bekannte, sie will diese alte Sicherheit haben, denn sie weiß, was passiert. Die Zukunft ist so vorhersehbar. Und diese alte Persönlichkeit, die kommt immer auch wieder mit deinem Körper. Und sie kommt immer wieder und erinnert dich dran. Und auch dein Außen kommt immer wieder und erinnert dich dran. Ja, so ist es doch. Und im Hintergrund läuft immer diese alte Persönlichkeit, die sich langsam verabschieden muss. Von der musst du dich verabschieden. Und diese alten Persönlichkeit musst du ins Gesicht schauen und sagen, Entschuldigung, aber mit deinen Denkmustern, mit deinen Gefühlen und mit dem, wie du handelst, möchte ich nichts mehr zu tun haben in Zukunft. Und du musst dich ganz klar dafür entscheiden, dass du neue Wege gehst. Das ist so wichtig, dass du weißt, wie hartnäckig, die holt dich immer wieder zurück, die beeinflusst deinen Körper. Dein Körper macht die Chemikalien, die er kennt und will immer wieder in das Alte und in das Bekannte zurück, weil dort dieses Gefühl der Sicherheit liegt. Und jetzt hast du aber zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, okay, ich ändere meine Persönlichkeit. Dazu bist du jetzt wahrscheinlich auch hier und hörst mir zu. Oder du jammerst und ärgerst dich und dass dein Leben immer so weitergeht, wie es ja schon war, mit kleinen Veränderungen. Aber das ist ja keine Option, sonst wärst du ja nicht hier und würdest auch nicht zuhören, sondern die einzige Option ist, du bist bereit, das Alte loszulassen und hinter dir zu lassen und einen neuen Weg zu gehen. Und dazu gibt es 5 Schritte, die wichtig sind. Der erste Schritt, du musst erstmal herausfinden, wer bist du jetzt? Wie ist meine jetzige Persönlichkeit? Wer ist meine jetzige Persönlichkeit? Und dazu brauchst du eben wieder dein Buch. Diesen ersten Schritt, hallo Marion, diesen ersten Schritt, den machst du schriftlich. Du setzt dich mit den Facetten deiner jetzigen Persönlichkeit und deinem jetzigen Leben auseinander. Du schreibst auf deine Ist-Situation, du machst eine Bestandesaufnahme, gehst in die Bereiche, die dich im Moment interessieren. Lass es Gesundheit sein, weil du gesundheitliche Probleme hast. Geh zu dem Bereich Partnerschaft, weil du dort nicht happy bist. Und schau mal, welche Persönlichkeit bist du in deiner Partnerschaft? Was denkst du, was fühlst du und wie handelst du? Das ist ganz, ganz wichtig. Also es kann auch eben Kindeserziehung, Selbstverwirklichung, Beruf, Job. Du bist immer irgendeine Persönlichkeit, die du dort preisgibst. Und oftmals diese Persönlichkeit, auch vor allem im Job, nicht wirklich sehr viel zu tun mit dem, wer du wirklich bist. Diese Persönlichkeit wird oft in erster Linie mit dem, was du von außen reflektierst, bekommst, verbunden, oder? Die Leute akzeptieren dich nicht, du fühlst dich zumindest nicht akzeptiert von deinem Umfeld, also bist du derjenige, die Persönlichkeit, die nicht akzeptiert wird. Na, wenn du das Gefühl annimmst und dann wirst du dementsprechend denken, fühlen und handeln. Weil es läuft immer in deinem Hintergrund und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Stell dir vor, du gehst in ein Meeting, du bist die Persönlichkeit, die nicht akzeptiert wird, der nicht zugehört wird. Dann gehst du schon so dorthin mit dieser Einstellung. Im Unterbewusstsein passiert es schon und du sitzt da und denkst, oh mein Gott, heute mal wieder
ein Tag, wo ich hier sitze, Zeit verschwende, keiner hört mir zu, ich kann eh nichts bewirken. Das ist ein Beispiel, aber wahrscheinlich vielen bekannt. Und deswegen musst du erstmal wissen, was ist denn überhaupt los, was läuft in mir, was läuft in meinem Hintergrund. Hi Jessie! In meinem Hintergrund. Und wenn du diese Bestandesaufnahme machst, gehst du auch dahin und sagst, okay, was zeigt sich in meiner Realität in Bezug auf mein Thema, meinen Bereich? Oder jetzt nehme ich mal Gesundheit. Ich habe Rückenprobleme, ich kann nicht laufen, ich kann meine Hobbys nicht mehr machen, ich bin müde, ich bin depressiv, alles fällt mir schwer, ich leide, ich habe Schmerzen. Das siehst du, das lebst du, das ist dein Jetzt und da ist deine Persönlichkeit drin gefangen. Ja, und wenn du da reingehst mit deinem Buch, hier aufschreibst, dann findest du raus, was da alles im Unterbewusstsein bei dir läuft. Und nachher kommt der nächste Schritt. Was denkst du in Bezug auf deine Gesundheit? Vielleicht denkst du, es wird immer schlimmer, keiner kann mir wirklich helfen. Warum passiert mir das? Es muss doch irgendeine Heilung geben. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Kommen Geldprobleme dazu, wegen der Krankheit, etc., etc., etc. Merkst du, wenn du so etwas denkst, klar kommt es aus deinen Gefühlen und aus dem, was dein Umfeld dir spiegelt, aber du hast permanent deine Affirmationen, deine Kreation, die läuft, es wird immer schlimmer. Solange du denkst, es wird immer schlimmer, muss es immer schlimmer werden. Solange du denkst, es gibt keine Hilfe, gibt es keine Hilfe. Das ist Fakt. Und da musst du dich erwischen und rausfinden, was läuft in mir, damit du es ändern kannst. Also die zwei Schritte. Du schaust deine Realität an, schaust, was sehe ich dort? Und dann gehst du rein und sagst, okay, wenn ich das sehe, was denke ich dann? Und dann der dritte Schritt der Bestandsaufnahme ist, wie fühlst du dich, wenn du das denkst? Wie fühlst du dich in Bezug auf deine Gesundheit, wenn du denkst, keiner kann dir helfen, du bist alleine, du bist ausgeliefert? Wie fühlst du dich dann? Du fühlst dich hilflos, du fühlst dich alleine, du fühlst dich nicht unterstützt. Und ja, wenn du das sowas fühlst, dann fühlst du dich wütend. Und jetzt müsst ihr gut zuhören, weil das ist eine Riesenkrux. Diese Wut, die niemand zulässt, die ist da. Und das ist logisch, weil du kannst deine Situation nicht kontrollieren. Und das möchtest du natürlich gerne. Das möchte dein Körper, das möchte deine Chemie, deine Hormone, die möchten in Sicherheit sein und in kontrollierten Umfeld. Und das geht im Moment nicht, aus welchen Gründen auch immer, auch in der Partnerschaft, oder? Plötzlich sagt dein Partner, er hat keinen Bock mehr. Geht. Wie wütend bist du? Wie wütend? Du denkst, du bist traurig nur, weil du alleingelassen dich fühlst und vielleicht belogen, betrogen, was auch immer. Aber du bist doch wütend. Und es ist so ein heftiges Gefühl, diese Wut, die niemand zulässt, weil sie einfach in unserer Gesellschaft nicht erlaubt ist. Und auch wenn du dich traurig fühlst, du fühlst dich traurig, weil du bist hilflos, du bist traurig und du resignierst. Du bist aber trotzdem unterschwellig wütend. Und wenn du diese starke Emotion der Wut, die sendet an deinen Gehirn, sendet diese Information an deinen Körper, auch wenn du es nicht zeigst. Diese Wut ist in dir, dein Hirn weiß, dass du wütend bist, es wird deinem Körper mitgeteilt. Und nur weil es gesellschaftlich nicht anerkannt, dass du wütend bist, bist du trotzdem wütend. Wenn du nicht zeigst, dass du wütend bist, bist du wütend. Es brodelt im Hintergrund. Dein Körper weiß, dass du wütend bist. Und das löst Schmerzen aus, das löst Krankheiten aus, das löst Leiden aus, diese Wut. Das kann eine Depression sein, die du gar nicht merkst. Das kann ein Unwohlfühl sein. Und das ist wirklich vom Körper so geregelt, dass eben, wenn du ihm sagst, das darfst du nicht fühlen, dann fühlt er das nicht. Aber er zeigt es trotzdem auf eine andere Art und Weise. Und das ist
so wahnsinnig wichtig, dass du dir dessen bewusst bist und dass du weißt, dass du deswegen oft an deine Gefühle schwer rankommst, weil Wut ist nicht erlaubt, da kommst du nicht hin und dann ist alles zu. Und du kannst eigentlich diesen Teil deiner Bestandsaufnahme nicht machen, wenn du nicht zulässt, dass du verdammt nochmal wütend bist. Und wenn du hinter diese Wut schaust, dann siehst du, warum du wütend bist. Und dann weißt du, was eigentlich läuft und wie deine Bestandsaufnahme dann wirklich tatsächlich ist. So, und jetzt hast du es hier alles ins Buch eingeschrieben und jetzt ist es eine Ist-Situation, die möchtest du verändern. Du möchtest auf gar keinen Fall, dass es so bleibt. So, also musst du diesen Sprung machen. Dr. Joe Dispenza sagt dazu, du musst den Fluss überqueren und du musst deine neue Persönlichkeit kreieren und damit auch deine neue Realität. Und um das zu tun, musst du bereit sein, eben deine neue Persönlichkeit anzunehmen. Egal, was andere sagen, denken könnten. Und ich sage mit Absicht könnten, weil du weißt nicht, was andere denken. Erstens. Und zweitens weißt du ja, dass deine Persönlichkeit deine Realität erschafft. Das heißt, du weißt auch, dass wenn du dich im Inneren änderst, dass das Außen sich an deine Realität, an deine neue Persönlichkeit anpasst. Und weißt du, wie viele Leute Angst haben, sich zu verändern, weil sie Angst haben, Liebe oder irgendwelche Beziehungen zu verlieren? Und das darf nicht der Grund sein, weil du musst ganz klar wissen, wenn du dich änderst, wenn du im Inneren deine Persönlichkeit änderst, wirst du deine äußere Realität ändern, wie die Leute mit dir umgehen, wie man dich behandelt, wie man mit dir spricht. Also, das ist kein Problem. Es ist kein Problem, dass du sagst, ich kann das nicht machen. Oh mein Gott, was denken meine Kinder, mein Mann und was weiß ich nicht, was alle von mir. Das ist egal. Du bist ein Leuchtturm. Du änderst dich von hinten heraus. Und die werden vielleicht irgendetwas nicht verstehen und denken, oh, wieso bist du so glücklich, wieso bist du happy? Aber die werden sich anpassen. Das ist also kein Thema. Was andere denken, ist kein Thema. Es geht nur um dich. Um dein Denken, Fühlen und Handeln. Ja, und jetzt? Wie geht's weiter? Du hast ein Problem. Du kannst dir deine neue Persönlichkeit nicht vorstellen, weil du so mit der alten Persönlichkeit verbunden bist. Das ist klar. Ja, und diese Emotionen und diese Gefühle, die sind eben schwingungsmäßig, energetisch mit dem verbunden, was ist im Moment respektive was war. Und das, da musst du dich quasi lösen davon, da musst du durchschneiden mit der Vergangenheit. Du musst dich mit dieser Energie, mit dieser Schwingung, dieser Gefühle, dieser Gedanken, musst du dich ganz klar davon ablösen. Und jedes Gefühl und jeder Gedanke hat eine gewisse Schwingung. Und diese Schwingung ist natürlich je nachdem angepasst, wie du dich fühlst. Und je schlechter du dich fühlst, desto weniger Möglichkeiten hast du, deine Schwingung zu erhöhen in diesem Moment und dich besser zu fühlen und zu handeln. Und wenn du aber jetzt anfängst, tatsächlich einfach zu sagen, jetzt fühle ich mich besser, ich wähle bessere Gedanken, ich wähle bessere Gefühle, ich ändere meine Glaubenssätze, du hinterfragst das, was du denkst, auf seine Wahrheit. Und meistens ist es überhaupt nicht wahr. Es ist meistens eine unglaubliche Annahme. Deine Glaubenssätze, deine Denkvorstellungen sind Annahmen. Du kannst nicht beweisen, dass du recht hast. Und selbst wenn du 3-4 Mal recht hattest und es immer so war, ist es nicht eine Regel, die immer so sein muss, sondern eine Regel, die du aufgestellt hast. Weil du änderst oder bestimmst mit deinem Denken, Fühlen und Handeln deine Regeln. So einfach ist es. Also jede Regel, die dir nicht gefällt, die kannst du ändern. Ja, und wenn du das machst, immer ein bisschen, ein Stück, ein Stück, ein Stück, jeden Tag, dann ist es wie Stretching in der Gymnastik, oder? Am Anfang kriegst du die Beine fast nicht auseinander, versuchst dich nach vorne zu beugen, geht nicht. Machst es jeden Tag, schon nach einer Woche merkst du, wie du flexibler bist. Und genauso viel funktioniert es da oben, in unserem Verstand, in unserem Denken und hier fühlt auch hier in unserem Herz, wo wir fühlen, auch das ist
absolut möglich, dass das geändert wird. Immer ein bisschen. Wenn du natürlich denkst, boom, von heute auf morgen ist es anders, muss ich dich enttäuschen, so geht es nicht. Ja, und jetzt geht es darum, du hast deine neue Persönlichkeit, ich komme wieder mit dem Buch, mit dem leeren Buch. Du bist von Ist nach Soll gegangen, du weißt, wie es sein soll und jetzt musst du es implementieren in dein Gefühl, in dein tägliches Business, in dein tägliches Sein, in dein Aufstehen, in dein zur Arbeit fahren, in dein Essen machen, in dein Einkaufen gehen, überall. Das heißt, du musst dir bewusst sein. Du musst bewusst sein, was passiert, wenn du einkaufst. Was denkst du über die Verkäuferin? Was denkst du über das Angebot im Supermarkt? Ganz blöd. Aber da geht es darum, dass du wirklich bewusst wirst, was sind in deiner täglichen Routine, was denkst du, was für Gefühle kriegst du. Du musst deine Gedanken beobachten und hinterfragen. Und keine Ahnung, Patricia schreibt ein Buch. Ja, Bio. Vielleicht irgendwann. Und du musst jetzt erstmal, ihr müsst ein Buch schreiben. Alle, die jetzt zuschauen, ihr müsst euer neues Drehbuch schreiben. Euer neues Drehbuch für euer neues Leben. Und jeden Tag müsst ihr daran arbeiten. Eben die Meditationen. Für mich so essentiell, weil du nimmst dich aus dem Tag zurück. Du bist nicht mehr mit der Realität verbunden und hast Zeit für dich, mit deinem Gefühl vom Herzen, dich mit deiner neuen Realität, mit deinem neuen Gefühl zu verbinden. Was auch super ist, Mind Movie oder irgendein Movie. Mach dir einen Movie-Clip oder mach dir einen Clip aus Bildern. Aber du musst immer schauen und fühlen. Es geht nichts. Also das Gefühl, das ist wirklich die Energie, das ist der Treibstoff, der Kraftstoff, das dich in deine neue Realität bringt. Also wenn du es nicht fühlen kannst, was du haben willst, dann wirst du es nicht haben können. Du musst dich mit diesen Schritten, die ich dir erklärt habe, dorthin bringen, dass du das immer mehr fühlen kannst, dass du das immer mehr fühlen kannst in dir, dass du Teil von dem bist, was du möchtest. Schau dir Fotos an. Tolle Fotos natürlich, nicht irgendwie von verlassener Liebe und so weiter, sondern wo du happy warst und fühl das. Geh auf in dem Gefühl. Hör Musik, die dich total ekstatisch macht und tanz rum und spür das. Spür, wie happy du bist. Spür deine gewünschten Gefühle. Das ist so wichtig, dass du das immer wieder tust. Und klar, es geht nicht jeden Tag gleich gut, aber nimm dir, mach dir eine Routine und tu es. Tu es, tu es, tu es. Sag nicht, es geht nicht, weil ich keine Zeit habe, ich muss den Kindern Essen machen. Nein, 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 nein. Kapp andere Sachen aus. Nachrichten musst du eh nicht mehr anschauen. Hast du Zeit? Nachrichten, wie lange geht es? Eine halbe Stunde, 20 Minuten? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Brauchst du nicht. Wenn du irgendwas wissen musst, schaust du gezielt nach. Aber musst dich nicht zusulzen lassen mit irgendwelchem Zeug, kann man sich nicht gut anfühlen. Mach Sachen, die dich happy machen. Mach Sachen, wo es sich gut anfühlt. Und ihr seht, das ist ein ziemlicher Job. Und den musst du anfangen. Du musst ihn einfach anfangen. Und bewusst dein Leben kreieren. Und in diesem 3-Tages-Programm geht es dann morgen weiter. Ganz wichtiges Thema eben auch Selbstliebe, Selbstrespekt, deine eigenen Regeln, deine Standards und eben wieder deine tägliche Routine. Was machst du täglich? Was denkst du, was fühlst du täglich? Und deswegen, weil es so wichtig ist, dass man es tut und wirklich permanent tut, habe ich eben, wie ich schon erwähnt hatte, dieses Intensivprogramm Erfinde dich neu in 8 Wochen kreiert. Da starten wir am 8. Oktober, für die es interessiert. Und das sind 8 Wochen lang von mir begleitet. Ein Trainingsprogramm, wo du dich wirklich neu erfindest, wo du neu denkst und fühlst, so wie du es möchtest und nicht wie du sozialisiert bist, wie man es dir in deiner Vergangenheit gezeigt hat, wie du aufgewachsen bist, deine Vorbilder, wie sie gelebt haben, sondern nach deinen Regeln erfindest du dich. Und ihr könnt nachschauen, ich tue das unten nachher posten, die Seite, wo ich alles geschrieben habe, um was es
geht. Für mich ist es einfach tatsächlich so viel einfacher, wenn man das erstens mal angeleitet macht und zweitens mal in einem Team, also es werden maximal 10 Personen dabei sein in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo du dich auch austauschen kannst und wo du tatsächlich dabei bleibst, wo du keine Ausreden mehr findest. Klar, wenn du willst, findest du immer Ausreden, aber du hast ein Programm und das folgst du, du hast Übungen, du machst mit. Und das ist für mich ein intensiver Kickoff und für mich, ja, ich liebe dieses Programm, ich finde es super, weil ich habe dort alles reingepackt, was ich gemacht habe. Ihr könnt eure Sachen auswählen, es gibt ein Angebot immer wieder an Dinge, aber es geht tatsächlich immer darum, wie erfinde ich mich neu, wie denke, fühle und handle ich neu. Ja, jetzt haben wir tatsächlich eine halbe Stunde gebraucht. Ich möchte jetzt mal noch schauen, ob hier noch irgendjemand eine Frage stellen möchte und die ich vielleicht noch beantworten kann. Sonst stelle ich mal eine Frage. Macht ihr euch auf den Weg? Also seid ihr dran? Seid ihr wirklich bereit, auch etwas zu investieren dafür in eure neue Persönlichkeit? Ihr müsst einfach wirklich Zeit investieren. Ihr müsst an euch arbeiten. Das hört sich so blöd an. Ihr müsst mit euch arbeiten. Ihr müsst euch umtrainieren. Es ist so wichtig, dass ihr dieses Trainingsprogramm aufnehmt. Ja, ich habe gesagt, wenn es länger dauert als eine halbe Stunde, ist es auch okay. Aber halbe Stunde finde ich schon super. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwelche Bemerkungen, Kommentare oder Fragen übersehen habe, aber ihr könnt sie mir auch nach dem Training noch reinschreiben und ihr könnt sie auch nach dem Training noch mir unten in die Kommentare schreiben oder schreibt mir irgendwie selber eine Frage in meine private Message. Ich bin da, 3 Tage habe ich euch dieses Training gewidmet, weil es meine Herzensangelegenheit ist und ich will so am allerliebsten, dass alle Menschen ein super tolles Leben fühlen und glücklich, happy und zufrieden sind. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag und ja, fangt an, euer neues Drehbuch zu schreiben. Alles Liebe, bis morgen. Danke, Vio, danke, danke. Morgen wird es gegen Abend werden mit dem Training. Ich denke, ich werde es wahrscheinlich eher später machen, um 8 Uhr, dass dann alle auch Zeit haben. Danke, Hans, das freut mich. Also, schreibt mir, kommentiert und lasst uns diese Vibes feiern und sagen, so, jetzt geht's los in die neue Zukunft und fühlt's. Ja, danke Marion, einen schönen Sonntag. Bye bye euch allen, tschüss.